Herzlich willkommen zu einem neuen Shiny Hunting Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir befinden uns aktuell im DLC, die Indigo-blaue Scheibe. Und heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach Shiny Duraludon fangen könnt. Abfahrt, let's go! Zur besseren Orientierung starten wir wie jedes Mal am Zentralplatz. Und dann geht das Ganze ein bisschen in den Westen. Direkt hier oben im Schneegebiet müssen wir einmal auf den Berg. Dort angekommen erwarten euch schon jede Menge Schnee-Pokémon. Wir wollen aber jetzt, dass hier ausschließlich Duraludon spawnt. Deswegen müssen wir das Ganze mit einem Picknick noch isolieren. Raus das Gestühl! Tisch ist zubereitet, die Pokémon sind da. Jetzt machen wir uns erstmal ein leckeres Drachen-Sandwich. Das Ganze machen wir wie jedes Mal im kreativen Modus. Dazu benötigen wir eine Avocado und zweimal das salzige Geheimgewürz. Avocado sollte ich weiter unter haben, da habe ich sie schon. Einmal die Avocado und dann noch zweimal das salzige Geheimgewürz. Da haben wir es auch schon, zweimal ausgewählt. Dann haben wir noch einen Piekser durch. Nehmen wir hier Blaufarn-Piekser, dürfte ganz gut aussehen. So, wir würzen mal kräftig durch, das hätten wir schon mal. Und dann werden wir das Ding hier mal stark belegen mit drei Avocado-Scheiben. Also runterfallen sollte hier nichts. Dafür ist das Ganze schmal genug. Dann noch die obere Brötchenhälfte drauf. Braucht ihr nicht, wisst ihr, könnt auch beiseite werfen. Ich pack's raus, sieht besser aus. So, Fahne durch. Und dann würde ich mal sagen, hier guten Appetit. Muffeln wir uns das gute Stück schnell nochmal rein. Ich hoffe, es wird ihm schmecken. Und was sagt der kritische Blick? Oh, Augenbraue verzogen, aber ja, okay, passt, meint er. Leckeres Sandwich von Schurtok. Jetzt erhalten wir dann Schillerkraft Drache, Titelkraft, Bewegungskraft auch Drache, Level 3. So soll das sein, damit können wir arbeiten. Packen wir alles wieder ein, weg mit dem Gestühl, Pokémon weg. Und schon könnt ihr sehen, spawnen hier nur noch Duraludon. Das Shiny ist allerdings gar nicht so einfach zu erkennen. Die blauen Flächen an den Tatzen sind beim Shiny etwas heller, aber es gibt einen markanten Punkt. Und zwar, wenn ihr euch das mal genauer anschaut, hat jedes Duraludon oben einen roten Strich. Das Shiny hat diesen roten Strich nicht und daran könnt ihr das erkennen. Ich stelle mich hier oben ganz gerne auf diesen Felsen. Von da aus kann man das eigentlich ganz gut sehen, aber da ich keinen Shiny verpassen möchte, gehe ich dann immer so ein bisschen näher ran und schaue nochmal genau hin, damit ich es nicht übersehen kann. Aber von hier oben kann man das eigentlich ganz gut sehen. Wenn ihr alle gespawnt sind, dann packt ihr einfach nur euer Picknick-Set wieder aus. Dann respawnen hier nochmal wieder alle und dann könnt ihr erneut auf die Shiny-Suche gehen. Grüße gehen übrigens raus an Dr. Dagobert. In der letzten Shiny-Hunting-Folge mit Shiny Lapras hatte ich aufgerufen, schreibt gerne in die Kommentare, welche Shiny ich als nächstes hunten soll. Und Dr. Dagobert hat sich für Shiny Duraludon entschieden. Hier, bitteschön, hier ist sein Shiny-Video. Habt ihr auch Wünsche, welche Shiny ich als nächstes hunten soll, dann schreibt es hier bei diesem Video ebenfalls in die Kommentare. Vielen Dank. Zurück zur Shiny-Jagd. Theoretisch könnt ihr jedes Mal das Picken hier oben wieder respawnen. Stellt euch auf den kleinen Felsen, schaut in die Runde, ob ein Shiny dabei ist. Mir persönlich ist diese Methode aber zu langweilig. Ich brauche mehr Action, möchte mehr Duraludon antreffen. Deswegen springe ich jetzt hier einfach mal runter und fahre die ganze Schlucht einmal ab. Und ihr werdet sehen, hier spawnen noch jede Menge weitere. Da fahren wir einfach dran vorbei, dann können wir das auch ganz gut sehen. Denn die sehen immer aus, als wenn sie euch ja keinen Schaden zu Leibe fügen können. Aber wenn wir es mal dran sehen, dann kommen die so angerannt. Und wenn ich hier auf meinem Miraidon sitze, kann ich eigentlich wunderbar um die Kollegen hier drumherum cruisen. Dann können wir eigentlich eine Menge Shiny Hunting Pokémon hier so abfarmen. Hier war jetzt noch nichts dabei. Manchmal drehe ich mich auch nochmal um. Hier spawnt noch was nach. Wir wollen ja keinen verpassen. Manche haben auch behauptet, es gibt gar kein Shiny Duraludon im Spiel. Es sei Shiny Locked, aber ich kann schon mal vorwegnehmen, die Information, wer auch immer sie verbreitet hat, diese stimmt nicht. Ihr könnt es ganz normal in Shiny hunten. Ja, oben, der hat nichts. Ja. Ah, du da vorne vielleicht?
Das Gute ist, sie drehen sich immer zu euch um. Wenn ihr das nicht genau sehen könnt, so wie er im Rücken zu euch steht, der dreht sich um, dann könnt ihr sehen, aha, ist rot, nichts dabei. Dann gucken wir weiter. Guckt ruhig auch ein bisschen oben auf die Felsen. Die stehen hier eigentlich überall. Kein Verpassen. Und dann fahrt ihr hier einfach nur die Schlucht rauf und runter. Ist, glaube ich, die beste Shiny Hunting Möglichkeit. Was sehe ich da? Schaut mal. Da haben wir doch schon unser Shiny gefunden. Oben ist es nicht rot. Es ist Silber. Und schon ist unser Shiny Duraludon da. Jetzt fangen wir unser Shiny schnell nochmal weg. Dazu nehme ich einen Superball. Passt farblich einigermaßen mit Blau und Weiß zu diesem Pokémon. Da haben wir ihn auch schon eingetütet. Shiny Duraludon gehört uns. Gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich schon sagen. Ich glaube, das Silber ist beim Shiny auch so ein bisschen ja, heller, dunkler. Irgendwas ist das. Muss man nochmal genau vergleichen. Packen wir ihn in die Box. Und dann werden wir mal sehen, wie lange haben wir jetzt eigentlich gebraucht von der Zeit. Ein bisschen, ja, knappe 24 Minuten. Aber ich glaube, das Shiny ist das schon wert. Was haben wir denn? Typ Drache ist Stahl. Und Drache und Terrortyp ist Stahl. Energiefokus, Drachenklaue, Lichtkanone, Metallstoß, Fähigkeit Schwermetall. Lässt sich weiterentwickeln. Gibt es noch ein Video zu. Wesen robust, Polarareal, kein Band. Und Trainer bin ich. Ja, Freunde, das soll es dann auch schon mit dem heutigen Shiny Hunting Video gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch wie immer fürs Zusehen. Lasst noch gerne ein kostenloses Abo und ein Like da. Macht auch noch die Glocke an, um zukünftig keine Videos mehr zu verpassen. Schreibt was Nettes in die Kommentare und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss und ciao, euer SureTalk.